Alter, Mutter das ist aber mag zu mich viel. doch. Ich nehme wieder auf. Ich muss jetzt auch mal Nach die Kleine dieser. rausziehen. Hier natürlich sogar. Ja, das geht sich gut aus. Du läufst ganz schön herum, gell? Crackheart. Mal Eigentlich. dahin, mal dorthin. Ist das Naja. effizient, so viel hin und her zu bewegen? Naja. Wenn er die Bewegungspunkte hat, und ich meine, am Anfang war es so, dass halt ziemlich viele Frostdämonen da waren. Es macht schon Sinn, dass er zu den Winddämonen jetzt wieder rückwärts rennt. Ja. Man kann Weil es wirklich er nicht hat planen und wenn man im dann weiß, dass Gegensatz das zu kommt. uns ja, im Gegensatz zu euch, also vor allem im Gegensatz zu dir, auch relativ schöne Fernkampfangriffe. Ich glaube, du hast nur Nahkampfangriffe, oder Andi? Ich habe einen Fernkampfangriff. Bist meine Antithese Nein. quasi. Ich habe nur einen Nahkampfangriff. Ja, Also, genau. naja, stimmt nicht. Jeder Gibt's hat, mich? jede Karte hat einen Ja, ich Nahkampfangriff höre dich 2, bitte. aber. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie müde. Bist du jedes Mal? Kennen wir schon. Ich weiß. Trotzdem so effizient. Dabei ist Pferd. Na, User gut. disconnected from your channel. Aber keiner. Achso, ja. User joined your channel. Womit haben dich Hallo? aufgehört? Hallo? Ich Chef. Du warst Aber jetzt er weg hört und mich wieder da? offenbar nicht. Schau an. Willkommen, Michi. Ah, Schön, dich spielt sich wieder zu gerade mit hören. seinen Einstellungen rum. Vielleicht hört er uns nicht. Er hat gerade seinen Lautsprecher ausgeschalten. Nee. Ja. Nicht gut. Haben die Probleme mit den Leuten, wenn sie zusammen spielen? Welche Probleme? Sie verstehen sich gegenseitig teilweise nicht. Meinst du das jetzt technisch oder Ja, diese psychologisch? technischen Probleme. Ich schaue mir Oder ist nur selten, dumm gewesen? ich Nee, schaue ich mir glaube, selten psychologisch kommt Streams das vor. an, wo Das sowas liegt vorkommen alles an könnte. dir. Das liegt alles nur an dir, René. Ich weiß, dass alles nur an mir war. Könnte es sein? User in your channel timed out. Okay. Blau. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir funktioniert. Ich habe einen Laptop. Was ist davon wurscht, was du hast? Vielleicht ist das sehr stark ressourcenfressend. Das Spiel? Ja, natürlich Also, habe ich wie da. ist der stark Vielleicht liegt das an euch, dass ressourcenfressend? ich so müde bin. Ich bewege dich ja viel. Du kämpfst hier. Ja, wie ich mich heute noch Du leg. musst viel einstecken. Ich habe genau, ich hätte vorhin von dem Lurker nicht auf das Weg schieben sollen, ich hätte mir das genauer anschauen sollen, sondern ich hätte mich waschen lassen sollen, der isoliert worden. Aber ich wollte möglichst nah bei dem Frostdämonen sein, Ja, du nachher damit ich irgendwann mal weißt den was. Angriff von der Dryl abfange. Also, dass nicht sie angegriffen wird, sondern ich. Aber denkste. Wäre natürlich irgendwie schön gewesen, wenn jetzt kein Frostdämon mehr dazu gekommen wäre, weil dann hätte sie sich wenigstens wegbewegt von dort. Aber ich habe keine Aber Ahnung, merkt wie. sie, wie nervös die Dämonen zwar schon geworden sind? Es ist schon die stärkere Brigade. Was? Stärkeren Einheiten. Ja. Ja. Aber es wäre schön gewesen, wenn der Andi diesen letzten Frostdämon hätte killen Wie können. soll Das ich das ging mit seinen machen? Karten leider nicht. Es ist ja Nein, nein, Stärke es ist nicht 12 so stumpf Teil. gemeint gewesen. Ich sage nur, Ja. es wäre, nein, nicht den, den vorigen. In der allerersten, in der siebten Habe ich Runde, doch unter der eh einen ersten Runde. getötet. Weil dann wäre. Ach so, nicht den Frostdämon. Ja. Ja. Ja, dann wären wir nicht mehr dort. Weder die drei noch ich. Ja, damit die Train Richtung Mitte gegangen wäre. Aber das ging nicht mit den Karten, die du hattest. Das ist halt blöd. Ah. Ja, Ah.
Ehrlich gesagt, langfristig mache ich mir mehr Sorgen um Barte als um die Trailmonster. Weil so viele sind, gell? Mhm. Die Wintermon so viele sind, ja. Ja, es ändert sich wieder, wenn jetzt wieder nur Frostdämonen kommen. Ich hoffe, dass der Michi kommt. Mhm. Der ist sowohl im Chat als auch im Spiel jetzt raus. Also bei mir werden die Karten schon ein bisschen knapp, muss ich gestehen. Ja, du, ich habe auch nur. Ja, ich habe noch 7 Karten, ja. Vor allem, ich gehe davon aus, der Michi hat noch relativ viele. Ich gehe davon aus, dass wir gegen Ende des Spiels ziemlich viele werden opfern müssen. Dann sag mal, wie viel hast du schon weggeworfen, Tinkerer? Also, ich habe nach. Ich habe nach der Runde 6 Karten in der Hand. Ja. Also, ich habe einen Decoy beschworen, dass der hat mich eine Karte gekostet. Ich habe eine Longless gemacht, der hat mir eine Nein, Karte stimmt, gekostet. Nicht nur 4. AOE-Angriff mit Wunder gemacht, die habe ich weggeben müssen. Und dann habe ich eine Karte hergeben müssen, um die Trail zu retten. Also, 4 Karten sind schon weg. Und außerdem habe ich meine Potent Potables ausliegen. Die werden auch gleich weg sein, das ist meine 5. Karte. Weil du hast alle für sich die meisten Karten. Ja, ja, aber 5 von den 12 sind de facto weg. Ja. Momentan. Und bald werde ich ja Shortrest machen, dann ist eine 6. weg. Ja, das ist eh schon die Hälfte von deinen Karten dann. Außerdem werde ich wahrscheinlich diese Runde eine auch verlieren. So wie es geplant ist, schauen wir mal, was passiert. Mein Problem ist, ich kann nicht so viel heilen, dass ich sowohl dem Barty als auch mich allen Schaden, den wir von dem Dämon allein wieder zurückheile. Ich krieg zwar einiges weg, aber nicht so viel. Das ist jetzt auf jeden Fall immerhin schon die 9. Runde. Ja. Also 4 Runden noch eigentlich. Lässt sich ja hoffentlich machen. Ich bin auch kurz weg. Ja? Ja? Andi. Morgen 18.15 Uhr oder geht früher nicht, auch? Okay. Weil ich arbeite bis 18 Uhr. Okay. Ja. Ja, ich sonst hätten wir schon über früher anfangen können. Ja. Der René hat gemeint, wenn er mit den Schülern spielt, gewinnt immer irgendeiner das Spiel. Also das Spiel gewinnt nie. Es gewinnt immer ein Spieler. Wie soll das? Gedacht, also nicht mit uns auf jeden Fall. Nein, nicht mit uns. Na, das werden wir sicher noch ein paar Mal spielen, würde ich mal machen. Ja, glaube ich. Vor allem, es geht schnell. Es geht wirklich schnell eigentlich. Spielt gestern. Und sogar dafür ist es ein relativ flinkes Spiel gewesen. Ja. Ja. Das ist echt lustig, das Spiel. Ja. Mir hat das urviel Spaß gemacht. Ich war überrascht. Ja. Dafür, dass das so schlecht bewertet ist. Ja, wobei ich habe gesehen, es haben nicht sehr viele Leute bis jetzt benotet. Das heißt, die Benotung ist nicht sehr valide, weil einfach zu wenige Leute bis jetzt eine Note abgegeben. Bist du dort namentlich angemeldet auf Geek? Ja, aber ich benote da eigentlich praktisch nicht. Mhm. Das Spiel müsste man fast benoten. Ja, ich würde es aber auch nicht so hoch benoten, muss ich sagen. Weil ich glaube, dass das Spiel ein paar Balancing-Probleme hat. Würde ich vermuten. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist, welche von den 6 Nationen welche manche Vorteile und andere Nachteile einfach. Und auch die Ziele auf den Karten, was du gemeint hast, eben mit den das 23 Fabriken, Drecksfabriken, das ist praktisch unmöglich. Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist ein bisschen unsinnig. Ich wollte es mal austesten, aber war dann eh gleich klar, dass es nicht geht. Ja. Und siehst, ich war dann eh schon bereit, alle meine schwarzen Fabriken abzureißen. Ja, wobei.
wie gesagt, wir haben dann gestern eh drüber geredet, wenn man es am Ende schnell alle baut, dann könnte es gehen, aber... Naja, aber dann müsste es die ganze Zeit innovativ sein, aber ja. Keine bauen. Erst die erste Schluss bauen. Ja, stimmt, ja. Aber ehrlich gesagt, ich sehe das, ich habe, egal was ich gespielt habe, das war für mich sogar die Hauptstrategie. Innovativ sein, Schutzsteine kaufen, aber keine Fabriken am Anfang kaufen. Oder kaum welche. Außer wenn ich schwarze abreiße und stattdessen grüne kaufe, je nachdem, ob das meine Strategie ist. Aber sonst das Geld in andere Dinge. Übrigens, ich habe gerade gelesen, ich finde nicht die Liste, weil das ist ein Artikel. Der Ebenbichler, Marco, ist 15-facher Staatsmeister im Delfinschwimmen. Das finde ich nicht schlecht. Ich kann nicht einmal Delfin schwimmen. Na. Das habe ich auch nie hingekriegt. Ich habe es probiert, kann mich erinnern, halt ohne Lehrer oder so, und ich habe mir gedacht, und ich fühle mich gar nicht in der Lage, das überhaupt anzufangen. Dort. Ja. Hast du mit ihm drüber geredet, über Delfinschwimmen? Ich bin nicht mal das Kraulen richtig hin. Du warst jetzt schon öfter bei ihm, gell? So alle zwei Wochen gehe ich zu ihm. Habe ich mir vorgenommen, jetzt im Sommer. Ja. Und wenn es mir Spaß macht, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt überhaupt mit Schwimmern weitermache, dass ich dann einfach mir auch eine Monatskarte nehme für den Winter, für die städtischen Schwimmbäder kostet eine Monatskarte fast nichts. Ja. Irgendwie 20 Euro oder so. Ja. Finde ich okay. Na okay, was ist mit Michel los? Tja, das war's dann für unseren heutigen Abend. Ich weiß nicht. Was macht deine Rollenspielrunde, René? Ich weiß nicht, ich war jetzt zweimal nicht. Weil sie es immer verschoben haben auf einen anderen Termin und dann habe ich gerade Zeit gehabt. Spielen? Was? Aber ansonsten geht es ihnen gut. Ohne dich? Wie geht das? Ja, mei. Wir sind so viele Leute, es ist sehr häufig der Fall, dass irgendjemand nicht da ist. Ich meine, natürlich ist es nicht dasselbe, wenn ich nicht dabei bin, weil dann mein Esprit und mein Witz fehlen, aber woanders. Sie leben ja auch sonst. Ich bin gleich wieder da. Juhu. Hallo, bist wieder da. Hallo, Michi. Ja, irgendwie ist da was gecrashed. Das haben wir uns gedacht, ja. René, wie viele seid ihr in der Runde? Wir sind jetzt mittlerweile wirklich viele. Lass mich mal nachdenken. Wir sind Steve, Markus, Martin, Johannes, Raul, Klaus, Daniel, ich. 8 Leute. Okay, eine ziemlich große Runde eigentlich. Seid ihr auch mal zu 8? Ja, wir sind schon ab und zu zu 8, aber eigentlich eh relativ häufig. Häufiger als man denken würde. Ja. Aber es gibt schon, also es, jede zweite Woche ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ein oder zwei nicht da sind. Ja. Eine Runde Werwolf spielen, oder? Nein, Rollenspiel. Meine Rollenspielrunde. Das Problem ist, wir haben in den letzten Jahren immer wieder den einen oder anderen mitgenommen und dadurch sind es immer mehr geworden, weil diese Leute dann nicht wieder weggegangen sind, sondern geblieben sind. Ihr seid offenbar eine zu freundliche Schar von Leuten. Ja. Mehr geht, ja. Obwohl tatsächlich die zwei, die ich mitgenommen habe, die sind nicht mehr dabei. Wobei der Roland, ich weiß nicht, kannst du dich an den Roland erinnern? Den einen Chemiker, der relativ lang mit mir gemeinsam an der Uni gearbeitet hat. Ein bisschen fester und nein. Schon ein bisschen fester. Aber sehr schlechte Augen hat er, eine ziemlich feste Brille hat er vor allem. Aber und glatzige Haare ist er auch schon fast. Der ist einfach aus Wien raus. Also der hat einen Job in Tirol angenommen und dann war er einfach nicht. Der hat auch relativ lang, der hat sicher 2 Jahre mitgespielt.
Und beim Derek, das ist ein Lehrerkollege von mir, dem ich weiß, dass der in den, also der ist Amerikaner eigentlich, aber der wohnt jetzt schon ziemlich lang in Wien und ist auch ein ziemlich netter Kerl, aber das Problem von dem war, der hat sich total fertig gemacht, immer mit der Schule, der war total fertig. Jetzt habe ich mal gedacht, ich nehme ihn auch mal mit, aber das hat nicht so gut funktioniert. Nicht, weil er die Leute nicht gemocht hat, sondern weil er ein Typ ist, der weiß ich nicht, wie viele Stunden Vorbereitung macht für seine Stunden und der praktisch keine Freizeit hat. Also jetzt in den Ferien wird es vielleicht gehen. Ja, tatsächlich fährt er nicht einmal in den Ferien nach Amerika zurück. Ich glaube, der hat ziemlich abgeschlossen mit den Vereinigten Staaten. Was ich ganz lustig ist, weil ich meine, er ist ja, nach Österreich zum Studieren. Warte mal. Michi? Ganz kurz, wie kann ich die Karten, die da liegen im Discord-File, alle auf die Hand nehmen? Wie ist das gegangen? Du drückst einfach die Zahl von Karten. Okay, das war das. Also, ne, ich glaube, es müssten 9 Karten sein, dann drückst du einfach eine 9. Ah ja. Offenbar nicht. Macht er nicht. Gibst du mal die Hand weg? Gibst du mal alle die Hände weg, bitte? Aha. Kann auch nicht ziehen. Warte mal, warum. Nein, das ist momentan eine Karte nicht da. Ja. Ah, deswegen. Blödsinn, passt schon. Ja, oh. Passt. Okay. Alles gut. Okay. Jetzt kannst du weiterziehen, Frau Rick. Nein, okay. Du musst eh 2 Karten noch aussuchen. Ja, ja. Ja. Der René ist super angenehm, wenn es darum geht, mit Konversationen Zeitlöcher zu füllen. Aber er ist super unangenehm, wenn es darum geht, präzise was weiterzubringen. Verbal. Red dich nur aus. Schatten. Da fehlt übrigens noch jemand. Was? Da fehlt noch jemand. Ganz kurz noch. Ja, ich. Okay. Aber ich brauche ein Update. Wir haben einen Frostdämonen mehr, oder wie? Nein. Wir gehen jetzt in Runde 9. Wir gehen in Runde 9. Wir haben alle unsere Karten schon hingelegt und nachdem wir die Karten hingelegt haben, sehen wir ja erst, was Neues kommt. Mhm. Okay, also ich muss, naja, wobei zuerst hinlegen, dann Karten herrichten, weil das wird ja wissen, gegen was ich kämpfe. Nein, die neuen Viecher kommen erst, nachdem wir unsere Karten hingelegt haben. Ah ja, okay, passt. Okay, Moment. Ein guter Versuch. Also ein origineller Versuch war es. Ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht schafft es der Hartmann, diese blödsinnigen Winddämonen irgendwie da runter zu locken. Nein, das schaffe ich nicht. Also entweder... Dann müsste er auf die Münze gehen und das will er nicht. Ich habe Master. Was? Der Normale wird noch einmal den Party angreifen, dann stirbt dann seine Wunde, hoffe ich. Und mit dem Elite muss ich schauen. Okay, ich ziehe mich übrigens von den Frostdämonen jetzt zurück und schaue, dass ich einen harten helfen werde. Ja, ist okay. Ja, das Problem ist halt, dass die 3 hier bleiben wird, solange der Frostdämon... Ja, oder ich gehe auf den Frostdämon auch los. Auch nur möglich. Jetzt wieder ein neuer kommt. Gut, wir drehen mal unsere Karten um. Und ich schaue, was wir für Monsterkarten ziehen. Winddämonen mit 43. Ui, die hauen aber fest drauf. Lurker mit 38. Oh. Gott, das ist auch brutal. Frostdämon 78. Das heißt, es kommt ein Lurker und ein Frostdämon wieder wie zu alten Zeiten. Bewegung minus 1. Ich packe aus. Frostdämon. Mhm. Das heißt, ich werde gleich jetzt weggeschubst, gell? Wir werden alle um 1 weggeschoben. Wo war mein Lurker? Ja, das ist eh gut, dass du geschoben wirst. Du, die Lurker werden ordentlich draufhauen, Andi, jetzt. Andi, ja, ist bei den Lurkern drauf, der kann sich zurückziehen. Wir können, wenn wir wollen, auch umgekehrt machen, Andi. Andi, das sollten wir uns noch überlegen. Wir können Nein, den Lurker auch hier schon. Stellen. Entschuldige, nicht den. Macht keinen Unterschied. In die andere Richtung schubsen. Okay.
Lurker Nummer 1. Drei Bewegungen des Lurker. Ich komme eh nicht aus. Ja, und die hauen jetzt den anderen mit mehrfacher Angriff. Das ist. Wow, das wird brutal. Einer haut öfter her. Na, schau dir mal die Karte von den Lurkern an. Oh mein Gott. Okay. So. Au. Mach dich unsichtbar. Ja, gute Idee. Oder kill einen, bevor das nur einer überbleibt. Ich aber werde das nicht schaffen, dass ich einen kill. Denkst an Bewegung minus 1. Alle Bewegungen um 1 weniger diese Runde, ja. Ich glaube, der René fängt mit. Ich meine, immerhin, wir sind alle vor denen. Brute wird weggeschoben, oder? Ja. Noch. Ich habe so, schon werd ja, ich in die geschoben. Richtung geschoben, ich kann das sein? Nein, dann greift er so. So oder so? Muss ich so gehen? Ja, du musst weg von ihm. So. Du musst von dem hier weg. Warst du hier? Ja, und ich komme daher. Oh, das ist mir nicht recht. Was nein, ich, nein, ich oh. Wär, mich, du nicht. Weil das fällt genauso nah was? Wie das, wo du bist. Dieser Lurker ist neu entstanden. Er schiebt dich nirgendwo hin, weil das einzige Feld, das weiter weg ist, ist das hier. Aber da ist ein neuer Frostdämon, da kann ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Ah, okay. Du wirst nicht geschoben. Also ich bin auch geschoben werden in die Winddämonen hinein. Du wolltest ja unbedingt alleine dort stehen. Na, verdammt. Können wir dann die Lurker doch anders stellen? Nee. Und zwar deswegen, weil wenn ich hier bin, kann ich die Dry nicht heilen. Du wirst sowieso weggeschoben, Ico. Ja, aber du wirst egal, wo der neue Lurker erscheint. Oh ja, du kannst sie heilen. Musst du neben mir stehen? Ja. Schau dir die Karte an. Range 1. Range 1. Ja, aber es, René, egal ist wo wir egal, hinstellen, wo die du wirst auf jeden Fall dahin geschoben. Ach, weh. Ja. Was für ein Käse. Ja. Ich bin vollkommen sinnlos in diesem Spiel. Ja. Nein. Was ich machen könnte. Haben wir Magie? Nein. Nein, nee. Verdammt. Noch nicht. Aber ich erzeuge sonst hätte ich nämlich mit 29. Ja, aber du bist erst mit 29. Sonst hätte ich nämlich den Mana Bolt gemacht mit der Bombe und um mich aus abzureagieren. Verstehe ich. Ach Gott. Aber du kannst eh so angreifen zumindest. Ja, aber das bringt weniger Schaden, wenn ich keine Magie habe. Und ich müsste dann die Minor Stamina Potion verwenden, um die zwei Karten wieder auf die Hand zu nehmen. In Wirklichkeit würde ich die ganz gern für was anderes verwenden als für die beiden. Verstehst du, was ich meine? Also das heißt, du wirst jetzt wieder eine sinnlose Runde hinlegen. Ja, ich hole mal all meine Karten auf die Hand. Liegt aber an den Lurkern, nicht an ihm. Der Plan war gut, aber. Hast du nicht gerade vorne. Warte mal, du hast vorne Long Rest gemacht, oder? Ja. Ja, ich habe nur noch zwei. Ich habe nur noch drei Karten wir unten liegen gehabt. Nur für dich, für die restliche. Für die restliche Partie, ja. Wir brauchen hier nicht Karten schonen spielen, gell? Doch. Weil ich habe auch nach dem Zug nur noch fünf Karten. Ist egal. Ja, ja. Ich weiß, du hast wenig Karten, sag ich mal, ja. Ja, aber ab jetzt halt Short Rests für alle. Das sind die fünf Karten dann automatisch. Und das Problem ist, wenn ich einen Short Rest mache und den Reviving Eve verziehe, dann ist das Spiel aus für mich. ich hätte keine Short Rest machen können. Short Rest machen. Vorhin. Du hast nur noch genau zwei Karten, du musst jetzt die Karten. Nein, bekommen. Das ist mir schon klar, nur vorhin, nein, wie ich die Long Rest gemacht habe, wie ich drei Karten hatte. Was? Ja, nochmal, René. Die Regel kennst du schon, wenn du bei Short Rest eine Karte ziehst, die du auf keinen Fall verlieren willst, darfst du diese Karte dir behalten und auf die Hand nehmen, einen Lebenspunkt verlieren und stattdessen eine andere Karte ziehen. Einmal darfst du das pro Short Rest. Okay. Kennst du die Regel? Kennst du sie jetzt? Die ist ganz wichtig, gerade für dich und für diese Situation. Deswegen zahlen sich da Short Rest vielleicht aus. Okay, gut, na gut, dein Zug ist dann wohl beendet. Nimmst du das? Du nimmst alle Karten wieder, ne? Du kannst dich selber heilen, oder? Ja, ich bin voll geheilt. Ja, Maxim.
Wo sind die Karten, die ganz weg sind? Die rechten 5. Ja. Nein, ich meinte, die Karte ist nämlich anders aus dem Spiel. Ja, die legst du dann nachher einfach dahin, wo die 5 waren. So. Okay, ich will nicht zusammen. 15. Wolltest du deine Frostarmer-Karte nicht auch auf die Hand nehmen? Ja, willst du, ja, glaube ich. Naja, ich habe hier plus 1 auf alle Angriffe von Wall of Doom. Und hier habe ich entweder die Karte zum Wegwerfen oder einen Standardangriff. Wegwerfen. Der Stun wäre super. Nein, Wegwerfen ist wichtiger jetzt. Du brauchst diesen Stun, weil der Lurker greift. Jeder Lurker greift dich zweimal an. Wenn du ihn jetzt stunst, bist du 2 von den 4 Angriffen los. Dann würde ich aber vorher hierher gehen und diese Streitaxt einsetzen und beide stunnen. Ja. Na, geht das? Ja, natürlich. Aha. Das mache ich. Hammer. Ja, ich daher. Super. Hm. Genau. Genau. Das sind Angriff 4 jetzt quasi. Du hast zwar kein plus 1, aber den Angriff, dass du beide Stuns, das darfst du da überhaben. Beste, erst, mhm. Beste, ja. Okay. Ja. Ich krieg noch einmal die plus 2, oder? Was für plus 2? Na, von diesem Stun, da steht ja dieser. Du meinst Erfahrung oder was? Also ja, Erfahrung einmal. Nur einmal, ja, ja. Okay. Dann fange ich jetzt mal mit dem Stärkeren an, würde ich sagen. Locker 1, oder? Also der Lurker 1, genau. Ja. Kann jemand das Monster Deck ziehen? Nein, du das Monster Deck. Ah, ich muss ziehen. Entschuldigung. Okay, er hat 6 Schaden. Wieso ziehst du immer so gut? Okay, er geht jetzt. Minus 1 Schild ist 5. 5 Leben. Nein, er hat 5 Lurker. Oh ja, Schaden, ne? Oh ja, Lurker haben ein Schild. Ja. Ja. Er hat 5 Schaden. Geht von 12 auf 7, ja? Wenn ich jetzt noch einen Plus krieg, schaffe ich den anderen. Ja, nein. Der andere ist weg. Nein, der hat ein Schild 1. Oh, er ist auf 1. Auf 1 runter. Oh, verdammt. Aber das beide sind beide Stand. Fast eh. Ja. Du kriegst übrigens ein Schild für den Rest dieser Runde. Wieso? Weil es auf dieser letzten Karte steht, die du gezogen hast. Schild bist du mal. Okay. Naja, brauche ich jetzt mal. Eh nicht. Aber gut, danke. Ja, ja. Ich krieg drauf, 2 Erfahrungen und die ist lostet. Geh mal auf. So. Danke. Okay. So. Dann ist der Hartmann dran. Ja, ich habe meinen Zug auch nicht so recht durchgedacht. Also ich glaube, ich werde einen Stunshot wieder machen und einen von den beiden Eliten auch diese Runde wieder stunnen. Das war die Nummer 5. Und mache einen Angriff 1 auf ihn. Der wahrscheinlich nichts treffen wird. Plus 1 macht 2 Angriff und er hat 2 Shield, danke. Aber er ist gestunt. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Du musst selber kopieren, warte mal. Oder warte, ja, ich hole tief von oben ein Stunting. Ich hab schon hingelegt. Und jetzt helft sie mir ein bisschen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder leider nur über Range 2 mich selber zu heilen, mit Heilung 7 von 4 wieder auf 9 zu bringen, von 5 auf 9 zu bringen. Oder ich bewege mich. Ah nein, ja doch. Move minus 1. Momentan move. Greift mich der Elite an und der Normale greift den Barty an. Und ich glaube, das ist okay. Ich glaube, ich heile mich einfach. Ja, ja. Ja. Das ist eigentlich. Und die Karte verliere ich halt. Ich krieg 2 Erfahrung und bin wieder auf maximal geheilt. Und die Dingsbus verliere ich auch, die Potent. Haben wir vorige Runde eigentlich den Barty angreifen lassen? Der Barty greift nicht an. Der greift nie an. Ah ja, okay. So, mein Zug ist beendet. Ich habe 2 Karten jetzt verloren. Und es ist ja nicht. So, ich heile mal die Trial mit Rumbling Advance auf 4. Mhm. Geht auf 7 raus. Passt. Ja, und dann, also Massive Boulder werde ich nicht einsetzen. Die Frage, was ich mache, ich
könnte dort stehen bleiben und den Schaden kassieren. Greif mit einfach einen 2-Attack an. Nein, warte mal, ich habe Range. Nein, du kannst nicht angreifen. Nein, Heal ist der obere. Die untere Hälfte von Massive du kannst nur die untere Hälfte, du kannst die Move 4 nehmen. Nur von Massive Bolder. Aber ja, was soll ich machen? War nix. Ja, es bringt nicht viel. Doch, warte mal, stopp. Stehen bleiben ist einmal eine gute Sache, weil, schau mal, was die Frostdämonen machen. Die haben einen AOE-Angriff diese Runde. Das heißt, auf keinen Fall. Ja, ich stehe gut momentan, so wie ich stehe. Ja, du stehst eh gut, ja. Das und außerdem. Genau, von dem da, ja. Von das heißt, die Trial hat eine Chance, dass, sie, dass wir keine Karte abwerfen müssen. Ja, das schaut gut aus. Ja. Ja. Das heißt, ich bleib stehen und das war mein Zug. So, und jetzt kommen die Monster und jetzt werden wir gleich feststellen, wie wir uns geirrt haben. Die Lurker mit 38. Machen gar nichts, die sind gestunt. Beide gestunt, die verlieren jetzt ihren Stun. Der ist gestunt, verliert seinen Stun und das war's. Jetzt Nummer 6. Nummer 6 greift mich an. Mit Angriff plus 1 ist ein 4er an. Zieht jemand? Dann minus 1. 1, 3 gehen durch, die nehme ich. Stopp, ich habe vergessen mich zu heilen. Ich war auf 9, ich gehe jetzt wieder runter auf 6. Und der normale kriegt zuerst einmal einen Schaden durch seine Wunde. Hat jetzt noch eins und jetzt greift er einen Barde an. Achso, ja, stimmt, der 2 Leben noch gehabt. Nein, das war der andere. Und jetzt greift ich zu einer Karte. Er hat Angriff 3 auf den Barde. Warte mal, ist der nicht schon Schaden tot? Haben wir nicht vergessen. Okay. Nein. Okay. Nein, nächste Runde erst. Der hat 2 Lebenspunkte. Die 5 Schaden sollten wir uns überlegen. Ja. Ja. So, was muss man da die abwerfen? Nehmen, oder gibt einer von uns eine Karte her? Eine Karte. Muss man da eine abgelegte zum Discarded also oder? Michael, schau mal, ob du eine ab. Aus der Hand auf den Lost Pile. Du musst eine aus der Hand auf den Lost Pile geben. Also ich kann jetzt schon eine wegwerfen. Ich habe dann halt. Warte, ich glaube, die Michael hat eine weggegeben. Okay, dann eine weggeben. Stimmt das? Ja. Okay, dann ist der Barte weiter auf 8. Weil das hätte sehr weh getan. Von 8 auf 3 runter ist schon ziemlich viel. Warte mal. Frostdemon. Warte mal, ich muss mal schauen, welche Karte ich habe. Oder? Ah, okay. Die ist ziemlich. Die hohe Initiative. Werf ich an. Gut. Ja, will die Frostdämonen machen? Die sind dran. Einer greift einmal mich an, der Frostdämon 1 greift mich an. Mhm. Eine Karte für ihn. Mhm. Plus 1. 8, 5. Ja. Du könntest. Das hättest du vorher machen können, du hättest die Lederrüstung einsetzen können. Aber es ist zu spät. Ja, das kriege ich mal auf für essentiell. Also, ich habe noch genug Problem. So, der Frostdämon 3. Ich glaube, wir haben vergessen, dass der Trail vorher noch dran ist. Ja, die Initiative 50, gell? Ja, die greift den Frostdämon 1 an. Ja, okay, dann machen wir das mal so. Ich ziehe, dann hätte sie plus 1. Nein, so machen wir es jetzt nicht. Wir geben ihr eine neue Karte. Auch wenn es vielleicht von Nachteil für uns ist, aber sowas machen wir nicht. Wir ziehen jetzt die 3 Karte. Was ändert das Hardware? Das ist Result-Oriented. Da will ich mich jetzt auch nicht streiten. Ich verstehe deinen Punkt, aber. Es ändert nichts, Hartmann. Nochmal, ich weiß, du sagst das immer wieder, aber es ist nicht ergebnisorientiert. Fehler. Das sollen die anderen entscheiden. Soll die Mehrheit entscheiden. Hallo? Wenn es nicht ändert, soll er so machen, wie er mag. Wie er es eher. René. Was? René sagt ja. Warte mal, wir diskutieren jetzt drüber, ob die Trial den plus 1, den eigentlich der Frostdämon gehabt hätte. Wir haben in der falschen Reihenfolge gezogen. Wir haben jetzt gerade eine plus 1 für den Angriff des Frostdämon auf den Michi gezogen, den eigentlich die Trail hätte ziehen müssen, die vorher dran gewesen wäre.
Genau, und die nächste Karte, die dran wäre, wäre die Karte, die der Dämon danach auf mich angewendet hätte. Ach, ich weh, was ihr für Probleme Und habt. Hartmut, der Frostdämon 1, wird jetzt wahrscheinlich nicht sterben, selbst wenn er ein plus 2 mal 2 gewesen wäre, es geht sich ja nicht aus. Es ändert sich, es kann nur schlechter werden für mich. Hätte es jetzt mal 2 dort sein. Nein, streiten jetzt nicht, machen wir es so, wie der Michi sagt. Ja. Also, wir machen mal das als plus 1 Angriff von der Ja. Rallye, fügt dem 4 Schaden zu dem 1er. Hat einen Shield von nix, also geht von 12 auf 8 und die Drain erleidet 2 Schaden durchs Retaliate, geht von 7 auf 5. Ich mache das auch einmal. So, jetzt ziehen wir nochmal die Karte für den Angriff des Genau, so, Frostdämon auf zack. Michi. Du kriegst Habe drei ich Leben schon. zurück. Minus 1. Ja, und jetzt ziehen wir Warte den. mal, ich kriege mal mit minus 1 einen Schaden, das heißt, er greift mich mit 3 an. Du kriegst wieder zwei Leben zurück, die du dir vorhin Nein, ich weggenommen habe mir hast. morgen vorher habe ich mir 5 Leben weggenommen, jetzt nehme ich mir nur 3 Leben weg. Okay. Das ist der Angriff, den Und jetzt du. greift. Das ist statt dem plus 1. Genau. Er erleidet einfach zwei Schaden weniger durch den Kampf, als er vorhin erlitten hätte. Und jetzt greift der Dreier Frostdämon die 3 lang. Oh, ich ziehe die Karte. Plus 1. Naja, das sind genau 5, die sie braucht, Das um zu heißt, treffen. einer wirft eine Karte weg. Ja, Ande, wie schaut's aus? Ich kann eine wegwerfen, ja. Dann mach das bitte. Warte mal. Ich habe ja jetzt gerade eine Short Rest gemacht. Ich müsste die wegwerfen, die ich vorhin in der Hand hatte. Und das mag ich nicht, weil das war eine, die ich noch brauche. Die habe ich in der Hand gehalten, damit ich sie nicht verliere. Was? Ich habe eigentlich jetzt nur eine Karte auf der Hand. Ich muss am Ende dieser Runde eine Short Rest machen. Aber ich habe das schon erledigt. Deshalb habe ich jetzt so viele Karten auf der Hand. Aber Gut, die ich eine, würde. die ich gehalten habe, das war eine, die ich nicht verlieren wollte. Weißt du, Aber was ich du meine? hast die Short Das Red heißt, ja gleich anschließend gemacht. macht man die nicht am Ende der Runde? Die Short Rest machst du am Ende der kompletten Runde. Ja, Dann bist du eben. am Das heißt, ich Okay, habe immer noch nur gut. eine Karte auf der Hand. Eigentlich. Ach so, das heißt, du kannst nicht wirklich gut eine abwerfen. Du Genau. musst eine Lieber abwerfen. Magier, wirf bitte eine Karte weg. Ja. Sorry. Es ist nicht so Ande, eine einfach. generelle Bitte, mach die Rast immer dann, wenn sie dran ist. Ja, wieso? Ich wollte dann vorher überlegen, was ich weitermache. Kannst du Ja, du mit kannst rechter ja Maustaste überlegen, aber Search? durchführen musst dann erst, wenn du dran bist. Das ist nämlich zum Ja, ersten da Mal. weiß ich ja nicht, welche Karte ich weiß ja nicht, welche Karte weg ist. Ja, so viel Zeit haben wir schon, dass wir warten können. Wir wissen, was du gemacht hast. So, ich habe außerdem Eis erzeugt für die Frostdämonen. Und jetzt waren alle dran in der Runde. Das heißt, jetzt Genau. kommt die Short Einer habe ich Rest, die hast du eh schon weggeworfen. Leider gemacht. meine Heilkarte. Ja. Und ich Drei glaube, wir gehen Runden in die noch, Leute. zehnte Runde. Drei Runden müssen wir noch durchhalten, aber wir haben schon Es wird einige eng. Karten abwerfen müssen. Okay, ich habe eine Karte So, abgeworfen. Erdenergie und Eisenergie für Leute, dich ich als Buffer, sage euch, René. Danke, ich René. möchte diese Szene nicht nochmal spielen. Ich will, dass wir das heute schaffen. Ich will nicht, dass wir da scheitern. Dieses Szenario ist Und fürchterlich das einfach. noch einmal machen müssen, genau. Also mit etwas Glück stunne ich jetzt alle Frostdämonen. Außer sie sind vor mir dran. Die Gefraster.